È il Natale dell'anno santo della misericordia. Die Weihnacht sei ein Tag der Barmherzigkeit, an dem Gott Vater der Menschheit seine unermessliche Zärtlichkeit offenbart hat. Das sagte Papst Franziskus vom Balkon des Petersdoms zu Weihnachten, bevor er der Stadt und der Welt, Urbi et Orbi, den Segen spendete. Weihnachten sei eine Gelegenheit, die Barmherzigkeit Gottes im eigenen Leben zu verwirklichen. Faremo crescere la pace. Buon Natale. Wo Gott geboren wird, da wird die Hoffnung geboren. Wo Gott geboren wird, da wird der Friede geboren. Und wo der Friede geboren wird, da ist kein Platz mehr für Hass und für Krieg. So lautete wörtlich der Kern der Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus. Weihnachten sei ein Tag des Friedens, an dem es möglich werde, einander zu begegnen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu versöhnen. Weihnachten sei ein Ereignis, das sich in jeder Familie, in jeder Pfarre, in jeder Gemeinschaft erneuert, welche die Liebe Gottes annimmt, die in Jesus Christus Mensch geworden ist. So die eindrücklichen Worte des Papstes. Trotz des Kommens des Sohnes Gottes gäbe es nach wie vor Spannungen und Gewalt, was ein Zeichen dafür sei, dass der Friede nicht automatisch komme, sondern eine Gnade sei, die man erflehen und aufbauen müsse. Und so bat der Papst im zweiten Teil um Frieden in konkreten Situationen der Welt, beginnend wie immer im Heiligen Land. Direkt danach bat er für Frieden für Syrien und seine Bevölkerung, für Libyen, für den Irak, Subsahara-Afrika und den Jemen. Außerdem bat er für die verfolgten Christen weltweit. Sie seien die Märtyrer von heute. Einen Dank sprach Franziskus all denen aus, die sich, wie er sagt, großherzig für Menschen auf der Flucht einsetzen.